Wir haben dann Wiesensalbe. In Wiesensalbe, man sieht ganz gut, wenn ich jetzt ein bisschen in die Botanik gehe, die Blüte schaut aus wie eine Lippe. Ja? Er gehört auch zu den Lippenblütlern. Zupft da jetzt eine runter, damit ihr es einmal sehen. Also eine Oberlippe und eine Unterlippe. Und ja, der Wiesensalbe wächst überall dort, wo ein kalkhaltiges Gestein drunter ist. Also der braucht so das Kalkhaltige. Und er ist einfach irrsinnig schön von der Farbe her. Ja, wenn man trocknet, hält die Blüte die Farbe, wenn es nachher dunkel gelagert wird. Das ist ganz wichtig. Was man allgemein sagen muss, wenn man Blüten für Tees trocknet, bitte immer dunkel lagern, nicht in die Sonne stellen. Und weil wir jetzt da gerade so ein schönes Blau haben, nehmen wir einfach ein Papier. Und das können Sie genauso machen, wie ich das jetzt mache. Das ist keine Arbeit, sondern Sie nehmen sich ein Papier und sagen, wir schauen heute, welche Farben uns die Natur einfach gibt. Ja? Sie malen mit den Pflanzen. Ja? Jetzt habe ich da einfach den blauen Salbe und schaue mal, welche Farbe er mir gibt. Ja? Und oft sind die Pflanzen ganz anders und die Farbe ja, schaut wieder anders aus. Jetzt schauen Sie sich einmal das an, das ist wie wenn ich mit einem Farbstift male. Und es ist eigentlich so eine kleine Blüte, wo man sagt, die ist eher trocken. Und trotzdem gibt es eigentlich schon eine schöne Farbe. Und die Kinder können da einfach laufen, probieren. Und sie können durch die Wiese streifen, ja, und einfach schauen, was könnte noch malen. Oder welches Blatt ist so feucht, dass es malen kann. Der Salbe ist jetzt eher trocken, das schauen wir uns jetzt an. Aber er gibt trotzdem ein bisschen eine grüne Farbe her. Ja. Dann schauen wir, ob wir was Saftigeres finden. Die Schafgabe ist auch nicht da. Das ist ein bisschen besser. Und dann sieht man einfach, ja okay, man kann da wirklich arbeiten. Ja. Wer vielleicht Dahlien dann noch hat. Und die Kinder können da wirklich kreativ werden und Bilder malen. Und wichtig ist, im Gang aufhängen, ja, dort wo kein Sonnenlicht hinkommt. Oft wo sie so Ecken haben, wo sie sich denken, da fällt irgendwas, ja, was kommt die dort hin da? Und es kommt kein Sonnenlicht hin. Dort halten die Bilder Jahre. Ja. Ich habe eins im Schatten stehen, das ist wunderschön und das hält einfach. Aber nur nicht neben das Fenster, wo ein Licht hinkommt, dann bleicht es einfach aus. Ja. So haltbar sind leider die Farben dann nicht.